Ja, und da hört man schon wieder die Kirchenglocken hier ertönen. Ich glaube, wir sind sogar in der Nähe von der Kathedrale, oder? Kann das sein? Ja, willkommen zurück in Folge 2 von Tomb Raider Chronicles. Aua, jetzt hau ich mir noch den Finger auf hier. Das ist ja super. Wir haben ja jetzt erstmal den Pierre und den Larsen abgehängt. Und wir finden hier gleich mit einer Schubkarre zusammen mit Kohle voll eine Brechstange. Ja, die Brechstange, unser treuer Begleiter, kennen wir ja schon aus Tomb Raider 4. So, ich gehe nochmal kurz. Kann man hier gucken? Ja, da ist ein Visier. Ein Laser, den nehme ich gleich nochmal an uns. So. So, und zwar. Ist hier noch irgendwas? Ich will nichts übersehen hier. Ich will alles mitnehmen. Das sieht hier so danach aus, dass ich das aufmachen kann. Pericolo! Ist das auch italienisch? So, was ist hier? Medipack. Ja. Spiel gibt uns wieder ausreichend Medipacks. Das ist hervorragend. So. Was ist hier? Hier lose. Ach, oh nee. Schon wieder ein Seil. Eieiei. Und da liegt noch ein Medipack. Alter, wir werden ja hier überschüttet. Überschüttet werden wir hier. Ich fest. Nein! Das war dumm. Das möchte ich nicht. Ich streike. Puh. Ja, das ist tatsächlich die letzte Aufnahme, die ich in diesem Jahr noch aufnehmen werde. Dann ist 2020 schon wieder vorbei, Freunde. Ich glaube, da sind einige viele Leute froh darüber. Aber reden wir jetzt nicht darüber. Dafür ist jetzt hier... Da will ich mich jetzt nicht austoben bei dem Thema. Gut. Wir gehen hier einmal wieder ruf und wir balancieren uns mal. Sag mal, wenn das so weitergeht, dann sind wir Ende 2021 erst fertig. Was soll denn das? So, danke. Speichern. Ich weiß ja zum Glück, wie man jetzt speichert. So, warte mal. Hoffentlich klappt das jetzt gleich auf Anhieb. Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht. Okay. 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 So, was ist hier? Können wir da eigentlich rüberspringen? Das sieht so danach aus. Ich glaube, mit diesem Spiel werden wir nicht so lange dran kleben, weil, wie gesagt, das spiele ich jetzt nicht komplett blind. Da weiß ich schon einige Ecken. Okay, Fackeln kriegen wir hier. Schön. Okay. Hier lag nichts weiter, ne? Moment, halt, stopp. Da liegt noch Revolvermunition. Genau, sehr gut. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt bin ich beruhigt. Jetzt sind wir ausgerüstet, vollkommen. So. Okay. Okay. Ah, Sonnenstrahlen scheinen hier wieder durch. Schön für die Atmosphäre. So, aua. Ja, klar, ich renne wieder in die Ecke, wo ein Zaun ist. Irgendwo kann man hier nämlich... Ja, das Ding hier öffnen. Und ich... Irgendwo kann man hier hochklettern. Ist das hier gewesen? Ja. Okay. Ja, da hat Lara erstmal schön entspannt in der Oper, ne? Ich würde auch gerne mal in eine Oper.
Das würde mich eigentlich auch mal interessieren. So. Da liegt noch was. Okay. Nehmen wir mit. Das Tor muss ich noch öffnen, auf jeden Fall. Da, 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 da. Ah, ah! Nein, ich will das nicht. Was ist denn jetzt los? Muss ich doch Anlauf nehmen, wa? Mann, 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 Mann. Kindersch. Kinder, liebe Kinder. So. Frage, muss ich jetzt erstmal hier hin oder muss ich erstmal nach rechts? Ich muss hier auf jeden Fall dran ziehen. So. Da passiert irgendwie nichts. Das macht mich schon wieder stutzig. Okay. Eieiei. Halt erstmal ein bisschen. Also, dieses Spiel ist ja eine kleine Hommage an Lara Croft. Auch wenn die Spieler selber davon sehr genervt waren mittlerweile von Lara Croft, war es eine Art Hommage an unsere Grabräuberin. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt dreimal dran ziehen oder passiert da noch nichts mehr? Okay. Gut, ich glaube, mehr brauchen wir dann nicht machen. Genau. Aber auch wenn die Spieler sagen, dass sie da einfach nur einen Haufen Kram zusammengemixt haben, gemischt haben, finde ich das Spiel trotzdem gut gelungen. Auch mit den alten Soundtracks ist ja auch gar nichts falsch bei, wenn man da die alten ursprünglichen Soundtracks-Stücke mit reinmischt. Sehr gut, sehr gut. Na, öffnet sich jetzt das Tor? Ja. Guten Tag, der Herr. Gut. Dann können wir uns, glaube ich, runterlassen, ne? Vorsichtig, Lara, mit Betonung auf vorsichtig. Sehr gut. Kaum Leben eingebüßt, so wollen wir das haben. Okay, was ist jetzt hier? Ach so. So, hier brennt schon wieder eine Fackel. Ah, yo. Nehmen wir das Brecheisen. Was ist denn das überhaupt für ein Symbol, für eine Münze? Was ist denn jetzt los? Ach, wieder Ratten. Ja. Vor einer Weile waren es noch Skarabäen, jetzt sind es Ratten. Super, hervorragend. Ja, toll. Schön. Ah, heb es auf. Heb es auf, schnell. Alter. Nein. Ihr Ratzkis, lasst das. Wir sind hier nicht beim Knochenjäger. Ah. Golddublone, Goldmünze, was stand da? Okay. Das heißt. Ah, wir müssen jetzt hier wieder. Okay. Jetzt sind wir hier wieder, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Müssen wir jetzt erstmal ins kühle Nass springen, wa? Ah, vorher nehmen wir noch die Munition auf. Sehr gut, sehr gut. So, okay. Dann tun wir das mal. Blup.
ist sehr dunkel hier. Was ist da los? Oh na. Das Vieh. Das komische. Och, lasst mich doch in Ruhe, ey. Warte mal. Schnell, Lara, schnell. Alter! Ja, gut. Cool. Sehr schön. Das, ich schwöre, ich hab's nie beim ersten Mal geschafft. Wie geil. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Training mit dem Zielen schon auf Tomb Raider 4, wa? Bin schon trainiert, schon geübt. Was ist hier? Ein Heizungsraum? Wir brauchen ein Rad. Ein Rad brauchen wir. Oh, noch mehr Revolver-Muni. Ist schon wieder verdächtig. So. Moment. Wir müssen hier, glaube ich, die Lüge fangen. Ich tauche jetzt einfach mal. Mehr als abgluckern können wir ja eh nicht wieder hier. Ah. Da! Da haben wir ein Ventil, ein Ventilrad. Sehr gut. Ja, ich sag ja, irgendwie ungefähr weiß ich, wo es lang geht. Das hört aber bei bestimmten Leveln dann auch auf. Wenn wir dann weiterkommen im Verlauf des Spiels. So, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück, ne? Hui! Okay. Na, da, 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 da. Ja, Ventilrad, da. Okay. Muss ich es nicht wieder mitnehmen? Ich speichere mal sicherheitshalber. Wow. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt unten den... Ja. Abgedreht hier. Dann können wir nämlich da durch. Okay, jetzt geht's wieder los. Verdammte Axt. Ich schau erstmal hier lang. Das war wahrscheinlich nur ein Secret, wa? Nee? Okay, gut. Nur ein Ort mit einem kleinen, mit einem großen Medipack. Okay. Okay. Was ist hier? Okay, das ist nur eine Verarschlücke hier, wa? Ach Gott. Ach. Okay. Okay. Ah, hier. Da. Dort. Jetzt haben wir das hoffentlich abgestellt. Wow. Hilfe. Ich bin gerade so ruhig, weil ich so konzentriert gerade bin. Und ja, genau. Jetzt können wir hier durch. Sehr schön. Wow, wo denn jetzt? Ach so, da ist sowieso dicht. Gehen wir mal hier hoch. Okay.
Jetzt im Vergleich, wenn ich jetzt weiß, wie Tomb Raider 4 ist und jetzt Chronicles sehe, dann finde ich das jetzt hier gerade Pipifax. Das ist total lustig. Das habe ich früher, als ich das einmal durchgespielt habe, hier das Spiel noch nie so empfunden. Bin jetzt abgehärtet wahrscheinlich. So, was ist hier? Hier ist, wir sind liegen wieder Schätze. Schätze! Nein! Lass das. Grafikfehler. Moin, der Herr. Ja, gut, 30 Schuss, dann ab geht's. Alter. Aua, nein, schlag nicht nach mir. Mann, keine Gewalt gegen Frauen. Das war's. Was? Okay. Das kam unerwartet. Das war aber ein kurzer Kampf. Kurzes Vergnügen. So. Okay. Ruf mit dir, ruf mit dir und nehm die Items auf. Los. Do it. Okay. Was ist jetzt? Moment, ich gehe erstmal hier, genau. So. Dann gehe ich hier einmal runter. Weil ich glaube, irgendwo war noch ein Secret. Da liegt es. Gib mir die goldene Rose. Sehr schön. Gut, jetzt kann es weitergehen. So. Ich glaube, dann haben wir es gleich wieder geschafft mit dem Level. Nimm das Baby weg! Nimm es auf! So. Und das letzte Symbol. Gib mir. Okay, gut. Kommt raus, egal wo ihr steckt. Mist, diese Hinterhalte sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Zumindest nicht, solange du daran beteiligt bist. Übung macht den Meister, schätze ich. Wenn du meinst, aber fehlt da nicht jemand? Wenn du den Franzmann meinst, der ist irgendwie verhindert. Und da dachtest du, du schnappst dir kurz mal seinen Anteil von dem, was hinter diesem Tor steckt, was? Es sei denn, das hier ist ein reiner Freundschaftsbesuch. Du weißt doch, dass ich mich immer wieder freue, dein liebes Gesicht zu sehen, Lara. Aber noch schöner fände ich es jetzt, den letzten Stein zu sehen, wenn du ihn also bitte rüberreichen würdest. So war das nicht geplant. Nö, das glaube ich dir. Halt! Och, Larsen. Das ging doch schon in Tomb Raider 1 nicht gut. Lass das doch mal nach jetzt. Mann. Hinter dir! Ich bin ja vielleicht blöd, aber nicht so blöd, zweimal drauf reinzufallen. Nein, ehrlich, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Obi. Hat mich geschmeckt. Ei, Bosskampf.
Bosskampf. Moment. So, jetzt das... Das wird jetzt hier ein spannender Kampf. Der wird etwas länger dauern. Ich glaube, das schneide ich ein bisschen raus gleich. Ich muss nämlich alle drei Köpfe jetzt hier gleich... treffen. Ja, genau deswegen. Nein! Es lief so gut. Endlich. Zweiter ist down. Dritter ist down. Oh, Alter. Oh, halt. Muni geht nicht ohne Muni. So. Ja, Larsen ist jetzt einfach verschwunden. Er ist einfach weggebeamt. Er ist eins mit der Macht geworden. So wie die Jedi. Und wann verschwinden die dann einfach, ne? Ohne irgendwas zurückzulassen. So. Oh Gott, Alter. Dieser Kampf, ne? Das Schlimmste vom Spiel. So. Jetzt setzen wir das mal ein hier, die ganzen Symbole. Venus-Symbol, damit das nicht alles heißt. Venus, Mars. So. Ist das der Merkurstein? Und da rutschen wir auch schon wieder in ein neues Level. Ja, wo sind wir jetzt? Im Kolosseum. Aber das Kolosseum machen wir erst wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.